Okay, liebe Leute, ich erkläre diese Demonstration Schweigen brechen und Masken mal damit im Namen von Matthias für eröffnet. Hey, und jetzt ist er da. Mensch, auf dich haben wir gewartet die ganze Zeit. Jetzt kann er noch ein paar Worte sagen hier. Ihr habt euch schon gewundert, der eine oder andere hat es gesehen auf dem Flyer. Moderation Nana. Ich habe ein paar Leute, die haben mich gefragt, Nana, wer ist das? Na, der Moderator vom Querdenken. Ach ja, der Schwarze. Ich sag nein, der Bunte. Da ist er. Nana, willkommen. Yes. Berlin, seid ihr da? Oh mein Gott, ist das ein schönes Bild. Bevor ich loslege, wir wollen natürlich heute diesen Tag auch weiter ruhig erleben. Deswegen bitte, bitte Abstände machen. Das ist wichtig. Das machen wir eigentlich so aus Stuttgart, immer die Hände mal auseinanderpacken. Deswegen, Berlin, zeigt mir mal ganz kurz eure Hände und ihr die Kameras, dreht euch mal um. Friedliche Menschen, winken wir mal zu. Das sind geniale Bilder. Deswegen bin ich unterwegs seit Monaten, um das zu erleben. Und bevor jetzt gleich die erste Person kommt, bitte blast uns weg mit eurer Energie. Auch wenn es langsam kalt wird. Ich sag Frieden, ihr kennt es schon legendär. Und ihr sagt Freiheit. Frieden! Frieden! Das ist zu leise. Ihr seid die Hauptstadt. Was ist los für euch? Komm! Also, Frieden! 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 Sehr gut. Danke, Berlin! Und jetzt möchte ich natürlich den ersten Redner auf die Bühne bitten. Ich hatte heute, glaube ich, eine Person mal, die meinte, ja, du bist ja so ein Kaspar und das ist alles so ernst und wir dürfen nicht so viel Spaß haben. Quatsch! Wir müssen Spaß haben. Wir haben Top-Redner, wir haben Anwälte, wir haben Ärzte, wir haben Musiker und wir haben auch einen Nana, der gerne Freude und Liebe ins Herz bringt. Und ich glaube, das ist auch ganz okay, dass man das so aufbaut, weil wir haben genug Panik, schon was wir über TV gesehen haben. Deswegen für den Anwalt Ralf Ludwig, pack mal bitte das Herz hoch. Zeig mal ein Herz, Hauptstadt. Zeig mal bitte ein Herz, halte das Herz, alle, auch ihr da hinten. Depressionen sind heute nicht erlaubt. Ralf, komm auf die Bühne. Ralf Ludwig, das ist dein Herz. Oh wow, sind das du? Wie geht's dir? Gut, ich bin begeistert. So viele Menschen hier, Wahnsinn. Hallo da hinten, ich grüße euch. Das sind ja unglaublich viele Menschen hier heute auf dem Alexanderplatz. Ich freue mich, dass ihr alle hierher gekommen seid. Wir sind hierher gekommen, um die Pandemie zu beenden. Ich war schon begeistert von dem Schweigemarsch. Ich habe dem Nils, der am 29.08. an der Friedrichstraße nicht losmarschieren durfte, ich habe ihm versprochen, wir werden nach Berlin kommen und du wirst deinen Aufzug bekommen. Und heute hat es geklappt. Ich danke euch allen dafür. Wir Anwälte haben in letzter Zeit viel zusammengesessen. Hallo, es ist nicht Open Mic. Ich habe es alles gehalten. Wie soll ich doch mit einem Scheiß kommen zu 19 oder 20? Mach die Maske weg! Also er sagte gerade, er hat sich an alles gehalten und hat trotzdem Corona gekriegt. Und seine Aussage ist, nehmt die Masken ab, schmeißt sie weg. Das war seine Aussage. Okay. Was ich erzählen wollte ist, wir Anwälte haben uns zusammengesessen, wir haben viel diskutiert und wir haben überlegt, wir müssen irgendwie das, was hier mit uns die ganze Zeit passiert, jetzt beenden. Es ist an der Zeit zu sagen, jetzt ist Schluss, weil wir alle, wir können nicht immer hier stehen und wir können nicht immer sagen, guckt euch die Zahlen an, seht euch doch mal an, was los ist. Die Krankenhäuser sind leer, es gibt keine Kranken, die Zahlen gehen nur deswegen hoch, weil die Testungen nach oben gehen. Jeder, der
halbwegs vernünftig Mathe kann, kann das selbst nachvollziehen. Und dazu muss man nicht, wie immer gesagt wird, zu YouTube gehen. Dazu muss man nicht auf irgendwelche alternativen Medienseiten gehen. Es reicht aus, wenn man auf die Seite vom RKI geht. Auch da steht das. Das heißt, jeder Mensch, der lesen kann und jeder Mensch, der rechnen kann, der weiß, dass die Aussagen, die jeden Tag gemacht werden, die Infektionen gehen nach oben, schlicht nicht stimmen. In der sogenannten Hochzeit der Pandemie im März und April hatten wir bis zu 36 Infizierte oder Testpositive. Damals gab es ungefähr 8 bis 9% derer, die getestet wurden, wurden als positiv erkannt. Heute sind wir bei 1,36%. Das heißt, wenn wir die Zahlen von März und April sehen würden, hätten wir derzeit etwa 5000 Infizierte die Woche. Damals hat man dann darüber nachgedacht, wie man lockern kann. Heute haben wir eine geringere Zahl und es wird darüber nachgedacht, wie man verschärfen kann. Und was für mich, und das sage ich vor allen Dingen für diejenigen, die möglicherweise glauben, dass das alles, dass die Regierung schon das Beste macht und das Beste will. Es ist am 29. September das Grundgesetz geändert worden. Um das Grundgesetz zu ändern, braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Das war jetzt keine großartige Änderung, aber Covid-19 ist in das Grundgesetz geschrieben worden. In Artikel 143h Grundgesetz steht jetzt drin, dass es Covid-19 gibt in unserem Grundgesetz. Und es steht drin, dass die Bundesregierung jetzt die Kommunen direkt finanzieren darf. Normalerweise sind wir halt föderal aufgestellt. Das heißt, die Bundesländer sind verantwortlich zum Beispiel für Infektionsschutzgesetz. Und ich habe mich gewundert, warum sich unsere Bundeskanzlerin mit den Bürgermeistern der Städte zusammengesetzt hat und mit denen Regelungen getroffen hat darüber, was man macht, wenn die Zahlen steigen. Weil normalerweise hat die Bundeskanzlerin mit den Städten überhaupt nichts zu tun und mit den Bürgermeistern. Und das ist genau das, was im Grundgesetz steht. Nämlich die Kanzlerin darf jetzt rummarschieren, darf zu den Städten gehen und darf den Städten sagen, wenn ihr das macht, was ich euch sage, dann bekommt ihr Geld von mir. Und dann darf sie das Geld direkt auszahlen an die Städte. Und das steht in 143h. Das, was wir wollen, ist aber etwas anderes. Wir als Juristen, wenn wir denn davon ausgehen dürfen, dass ein Rechtsstaat noch funktioniert. Ich möchte wissen von den Landesministern und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und von der Bundeskanzlerin und von unserem Gesundheitsminister. Ich möchte wissen, bei welcher Zahl ist diese Pandemie vorbei? Nennt mir eine Zahl. Wann sagt ihr mir, diese Pandemie ist vorbei? Diese Zahl nennt uns keiner. Aber wenn wir doch gar nicht wissen, könnt ihr ihm mal bitte hier helfen? Wenn wir aber nicht wissen, wann das Ganze vorbei ist, es gibt keine einzige Regelung. Normalerweise muss ich als Jurist wissen, wann, bei welchem Wert was passiert. Wir wissen bei diesem ominösen Wert von 35 sogenannter Infizierter oder Testpositiver auf 100.000 werden bestimmte Maßnahmen gemacht. Bei 50 werden weitere Maßnahmen gemacht. Wenn die überschritten werden, noch weitere Maßnahmen. Das ist besprochen. Es gibt aber keine einzige Regelung, die uns sagt, wenn die Zahl meinetwegen 15 oder 10 oder 9 oder 8 erreicht ist, dann ist das Ganze vorbei und dann hören wir mit allen Maßnahmen auf. Diese Zahl gibt es nicht. Und ich fordere die Regierungen der Länder und die Bundesregierung auf, uns als Bürgern diese Zahl zu nennen. Sagt uns, wann ist das Ganze hier vorbei? Sondern die Antwort wird sein, wenn es einen Impfstoff gibt. Jetzt fragt ihr mal eure Ärzte, fragt Virologen, fragt Epidemiologen, fragt Wissenschaftler, die ihr kennt. Fragt die einmal,
Wir nehmen mal an, es gibt einen Impfstoff und jeder Mensch in Deutschland würde gegen Corona geimpft werden. Und wir machen dann, Moment, wir machen dann 1 Million PCR-Tests die Woche. Was glaubt ihr, wie viele Testpositive wird es dann geben? Die Zahl wird sich zu jetzt nicht ändern, weil diese Tests überhaupt nichts aussagen. Diese Tests werden auch dann, wenn alle Menschen geimpft wären, immer noch die gleiche Zahl benennen. Und das ist das, was wir klar machen müssen. Wenn diese Tests nichts aussagen, und das ist ein Grundsatz eines Rechtsstaats, wenn diese Tests nichts aussagen, dann darf man aufgrund dieser Tests keine Maßnahmen machen. Kein einziger Eingriff, den wir hier zu erleiden haben, ist rechtmäßig. Kein einziger. Und ich habe in Ehningen versprochen, dass wir alle diejenigen zur Verantwortung ziehen werden, die das gemacht haben, was uns hier passiert. Und alle, die verantwortlich sind, die wissen, was sie gerade tun. Und sie wissen, dass das, was ich gerade erzählt habe, richtig ist. Und die sollen sich hinsetzen und sollen klar erklären, warum sie das machen. Wir wollen wissen, was der wirkliche Grund ist, warum die Dinge passieren, die gerade mit uns passieren. Und sie sollen ehrlich sein. Und ich fordere auch die Medien auf. Die Medien, insbesondere auch die, die von unseren Beiträgen bezahlt werden, über diese Dinge sachlich zu berichten. Die Tagesschau Extra war das, glaube ich, hat jetzt endlich mal diesen Zusammenhang gebracht und hat gesagt, obwohl die testpositiven Zahlen steigen, haben wir ja nicht mehr Kranke und Tote. Die Zahlen bleiben ja relativ stabil. Die werden jetzt natürlich hochgehen, das ist logisch. Wir kommen in die Wintersaison, wir werden Atemwegserkrankungen haben, wir werden Menschen haben, die in Krankenhäuser gehen. Das ist völlig normal, das ist jedes Jahr so. Und es gibt bessere Jahre und schlechtere Jahre, das wissen wir auch. Aber sie sollen ehrlich darüber berichten und sie sollen ehrlich über die Zahlen berichten. Die Zahlen, die uns mitgeteilt werden oder die den Menschen mitgeteilt werden, jeden Tag jetzt wieder, die Zahlen steigen, es werden immer mehr krank, es werden immer mehr Infizierte. Und die Menschen da draußen, die, sage ich mal, nicht in unserer Blase sind, die glauben tatsächlich, dass mit den Zahlen, die steigen, Menschen krank werden und Menschen sterben davon. Und wir wissen ja, dass es so nicht ist. Wir wissen, dass die ansteigenden Zahlen eben durch die mehr Tests passieren und wir wissen, dass PCR-Tests nichts aussagen. Jetzt kommt gleich der Doktor. Ich fordere übrigens die Regierung auch auf, offenzulegen, wie überhaupt getestet wird. Denn diese PCR-Tests, die wir machen, die sind so unspezifisch und es wird sich in den Laboren nicht an die Regeln gehalten, die sogar das Robert-Koch-Institut vorgibt, dass dadurch der Schein erweckt wird, dass eine Pandemie bestehen würde, die es gar nicht gibt. Und auch dort muss klar offengelegt werden, wie werden denn die Proben, die den Menschen entnommen werden, überhaupt getestet? Weil nur wenn wir dieses Wissen haben, können wir überhaupt sagen, es gibt eine Pandemie oder es gibt sie nicht. Und all das wird aber verweigert. Wir kriegen keine klaren Zahlen. Und was mich als Jurist am meisten betrifft, ich weiß nicht, ob hier auch Kollegen sind, ist, dass die Gerichte sich nicht dafür interessieren. Wir bringen diese Sachen vor die Gerichte und die Gerichte interessieren sich derzeit nicht dafür. Die Gerichte sagen, das interessiert uns nicht, wir prüfen das nicht, wir wollen gar nicht wissen, ob tatsächlich eine Pandemie besteht oder nicht und lassen diese Maßnahmen zu. Und ich kann nur an die Politiker, an die Medien und auch an die Justiz, an die Gerichte, an die Richter appellieren. Seht euch an, wie viele Menschen hier auf der Straße stehen. Seht euch an, wie viele Menschen das sind. Seht euch an, was für Menschen das sind. Schaut nicht nur in irgendwelche Tagesschaubilder, die auch heute, also heute war es, glaube ich, die Berliner Zeitung, die gesagt hat, es sind mehrere tausend friedlich marschiert vom Adenauerplatz bis zur Siegessäule. Und dann wurde gesagt, am 29.08. war auch schon mal eine Demo, am 29.08. waren Reichsbürger und Rechtsextreme und Rechtsradikale dabei. Das heißt, sie haben es geschafft, sogar heute diesen friedlichen Schweigemarsch, der durch Berlin gezogen ist, wieder mal mit diesen Themen in Verbindung zu bringen. Und ich sage nur,
Ich sage nur, es bringt nichts. Weil hier steht die Mitte der Gesellschaft. Und die Mitte der Gesellschaft wird immer breiter und immer größer und steht immer weiter auf und lässt sich das nicht mehr gefallen. Und einen Punkt habe ich noch, den wollte ich sagen. Es gründen sich ja gerade Parteien oder sind auch schon Parteien gegründet. Die Frage ist ja immer, können wir das irgendwie politisch machen oder nicht? Michael Ballweg kandidiert gerade als Oberbürgermeisterkandidat in Stuttgart. Auch dort werden ihm massiv Steine in den Weg gelegt. Am Freitag ist er zum Beispiel aus einer Veranstaltung rausgeflogen, weil er keine Maske getragen hat. Ich wünsche mir, dass alle Initiativen vor Ort, unabhängig davon, ob es Parteien gibt oder Parteien gegründet werden, dass wir es schaffen, bei der Bundestagswahl in jedem Wahlkreis eine Person aufzustellen, die wir unterstützen, dass wir dadurch in die Parlamente kommen. Das gerne auch bei den Landtagswahlen oder auch bei Bürgermeisterwahlen. Stellt euch auf, seid ein Teil dieser Bewegung und wir müssen in jedem Ort es schaffen, dass wir uns nicht spalten lassen, sondern dass wir uns einigen und dass wir eine Person unterstützen. Dass wir nicht irgendeine Partei in die Parlamente bringen, sondern an jedem Ort eine Person, die kandidiert, so wie Michael Ballweg in Stuttgart als Oberbürgermeister, so wie bei den nächsten Landtagswahlen. Wir haben nächstes Jahr viele Landtagswahlen, bei jedem Landtagswahlen Direktkandidaten. Das geht relativ leicht, die sollen ihre Stimmen sammeln, die sollen auftreten und wir müssen von allen Bewegungen uns dann darauf einigen, dass wir diesen einen Kandidaten oder die Kandidatin unterstützen. Dass wir einfach nur, es geht mir gar nicht darum, politisch in den Parlamenten was zu verändern, aber wenn wir in den Parlamenten sind, kriegen wir auch unglaublich viele Informationen, die wir verwenden können, um diesen ganzen Mist zu beenden. Ja, jetzt ist eigentlich derjenige da, der für mich reden sollte. Der Nana wird ihn ankündigen. Ich hoffe, dass er für den gesamten Einzelhandel, für die Gaststätten und so weiter. Habt doch Vertrauen in eure Mitmenschen und fangt nicht an zu kontrollieren. Das, was hier gerade passiert, das macht so viel kaputt, dieses Denunziantentum. Ich war gestern in einem Restaurant mit Heiko Schöning. Und plötzlich kam die Polizei und sagte, ja, es hat jemand angerufen, dass hier Leute aufstehen ohne Maske. Und die Polizisten sind gekommen und haben natürlich gesagt, es tut uns leid, wir müssen kommen und müssen euch das erzählen, ihr dürft hier ohne Maske nicht aufstehen. Das heißt, wenn ihr aufsteht, setzt doch bitte die Maske auf. Die waren total nett, sind dann auch wieder gegangen. Aber liebe Leute, das sind eure Mitbürger. Denunziert sie nicht. Wir leben hier alle zusammen. Wir leben hier alle zusammen in einem Land und wir müssen friedlich miteinander klarkommen. Und geht doch nicht so mit anderen Menschen um. So, Nana, ich glaube, du bist jetzt dran. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir werden das Ganze beenden. Super. Bitte einen Applaus für Ralf Ludwig, ein Kämpfer. Für uns Menschen, wie es sein muss. Dankeschön. Klagepaten gerne mal besuchen. Das ist die Homepage. Da kann man unterstützen und man kann da auf jeden Fall auch Hilfe bekommen, wenn man die braucht. Jetzt ist es wichtig nochmal. Also, super. Danke Michael Scheele von Querdenken 231 Duisburg und Miltenberg. Wenn es Rechtsanwälte gibt, gerne mal nach vorne kommen. Dann machen wir direkt mit für diese Bewegung. Ich habe natürlich auch diese Spaltung, selbst in der Familie. Aber ich weiß, es ist für was Gutes. Und wenn ihr das habt, ist mein Tipp. Mein Tipp. Einfach immer nett antworten. Weil es wird am Anfang nicht weniger. Aber der lange Weg, der wird entscheiden. Und wenn jemand von euch mal einen Marathon gelaufen ist, dann wisst ihr, wie schmerzhaft das ist. Deswegen lasst euch nicht spalten. Wir müssen stark bleiben. Schaut mal, was heute für ein toller Umzug war. Es war friedlich. Die Polizei hat mit uns kooperiert. Da kann man auch mal ganz kurz in die Hände klatschen. Bei den Bildern, die man sonst nicht kennt. Danke, Polizei. Einmal die Hände hoch für Heiko Schöning, er soll diese ganze Energie spüren. Heiko, komm auf die Bühne. Das sind deine Hände. Das ist ja no. Ich sag Frieden. Ihr sagt Feier. Frieden. 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 Das Feuerwehrvirus hat wieder Berlin erreicht. Ich freue mich sehr,
diese Freiheitsdemonstration zu sehen. So viele freie Menschen hier heute in Berlin am Alexanderplatz. Ihr seid frei und ich bin es übrigens auch. Ich möchte euch heute Mut machen und möchte euch die Angst nehmen. Das ist natürlich auch immer Teil meines ärztlichen Berufes, Angst zu nehmen, weil Angst ungesund ist. Angst setzt das Immunsystem runter und macht anfälliger für Krankheiten, insbesondere auch chronische Krankheiten. Das geht bis zum Krebs. Und ihr seid alle hier und ihr seid gesund. Das ist wunderbar zu sehen. Vielen Dank. Und es gibt natürlich auch noch weitere gute Nachrichten für all die, die noch nicht so informiert sind. Es gibt zum Glück keine Evidenz, keine Beweise, dass wir tatsächlich hier eine medizinische Pandemie hätten, dass hier ein gemeingefährliches Killervirus umgeht. Dafür gibt es keine Beweise. Diese Beweise ganz trocken, ja, sind in Büchern abgefasst, wie von Professor Carina Reis und von Professor Sucharit Bhakti, Corona-Fehlalarm. Diese sind auch auf dem acu2020.org in über 20 Hearings, in 20 Anhörungen eingeleitet, die wir als Bürger selber gemacht haben. Und zwar mit dem außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Denn die Landesparlamente und das Bundesparlament haben es nicht fertiggebracht, diese richtig große Krise einmal zu untersuchen. Sie haben keine Untersuchungsausschüsse. Und deswegen waren wir Bürger aufgefordert, es selber zu machen. Aber ja, die Wahrheiten und die medizinischen Fakten, die wissenschaftlichen Fakten, die werden unterdrückt. Und zwar sogar so, dass die Redefreiheit eingeschränkt wird. Wie die meisten wissen, bin ich auch einer der Gründer von Ärzte für Aufklärung. Das ist ein Zusammenschluss von rund 1000 Ärzten aus ganz Deutschland, die sich namentlich auf unserer Website gestellt haben. Und das sind nur die, namentlich drauf sind. Auch an diese alle nochmal herzlichen Dank. Und für die möchte ich nur noch einmal aussprechen, was wir alle zusammen tun. Wir kritisieren die Maßnahmen gegen Covid-19, gegen Corona als überzogen. Und weiter möchte ich ein paar persönliche Worte sprechen. Ich sagte ja, ich möchte euch die Angst nehmen. Ja, auch wenn staatliche Maßnahmen da sind, die einfach ähnlich wie in den 30er Jahren, und das muss man leider sagen, jetzt plötzlich da sind, da müssen wir Mut beweisen und einfach unsere Zivilcourage herausholen. Denn so wie Ralf Ludwig es richtig gesagt hat, wie kann es sein, dass Gerichte gar nicht mal richtig prüfen, was Anwälte denen vorlegen? Wie kann es sein, dass gar nicht mehr Sachverständigengutachten gemacht werden und dann halt entschieden werden? Wenn diese Richter es einfach nur herausschieben und gar keine Entscheidung in der Hauptsache ist, die haben nicht den Mut. Aber wovor haben sie denn Angst? Wir brauchen nicht unbedingt Angst zu haben. Auch wenn wir hier medial und durch die Regierung erzählt bekommen, es geht ein gemeingefährliches Killervirus um. Und mal ganz ehrlich, wo ist denn das seit März, seitdem dieser Lockdown da ist, seitdem diese Maskenzwänge da sind, diese ganzen Beschränkungen unserer Bürgerrechte? Wir sehen es doch nicht. Seid doch mal ehrlich, Leute. Ja? Die Krankenhäuser sind leer, die Sterberaten sind leer. Das sind doch einfach die Fakten. Wovor habt ihr eigentlich Angst? Und deswegen auch an alle verantwortlichen Väter und Mütter, es geht auch um unsere Kinder, gerade die, ja, die haben keine irgendwie erhöhte Gefahr, jetzt krank zu werden. Und trotzdem werden sie in den Schulen traktiert damit. Das sind unsere Kinder und sie werden medizinisch, also mental und auch physisch wirklich dadurch geschädigt. So etwas ist alles schon bewiesen.
und trotzdem wird es durchgeführt. Deswegen an alle, die einen Beamtenstatus haben oder angestellt sind darin, die Lehrer zum Beispiel, ja, habt doch mal ein bisschen Mut zu sagen, das kann doch nicht wahr sein, ja, das ist doch nicht rechtens. Und wir stellen uns auf den Boden des Grundgesetzes, deswegen sind wir hier. Wir sind Liebhaber des Grundgesetzes. Genau das wollen wir. Und das möchten wir auch klar einfordern. Und deswegen kann ich nur alle aufrufen, Mut zu haben, einfach mal zu widersprechen. Denn dann ist diese Kette, diese Befehlskette unterbrochen. Und dazu kann ich euch auch eine persönliche Geschichte erzählen, die vielleicht viele schon mitbekommen haben. Es war so, dass ich vor ein paar Wochen jetzt in London eingeladen war, auf dem einer der größten, berühmtesten Plätze dort zu sprechen mit anderen, auf dem Trafalgar Square, mitten in London. Und was hat dort die Polizei gemacht? Sie hat, als ich angefangen habe zu reden, hat sie das Technikzelt gestürmt und den Strom abgestellt. Mitten in einer friedlichen Demonstration, die genehmigt war. Ja, so was Ähnliches ist auch am 1. August hier in Berlin passiert, als wir uns an der Siegessäule zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule versammelt haben auf der Bühne. Nach 6 Stunden friedlichen Marsch, wo die Menschen natürlich etwas dichter zusammen gewesen sind, wo natürlich viele keine Maske getragen haben. Nach 6 Stunden kam dann die Polizei hier in Deutschland auf die Bühne und hat gesagt, oh, jetzt müssen wir genau zu diesem Zeitpunkt aber den Strom rausziehen. Und das war genau vor der Rede von Bodo Schiffmann und von mir. Warum wohl? Das Gleiche hat sich jetzt in London in Trafalgar Square wiederholt. Warum wohl? Und wem das jetzt immer noch nicht genug ist, dass wir verstehen, was eigentlich los ist. An dem gleichen Tag, am 26. September in London, hat sich dieser Protestmarsch dann friedlich zum Hyde Park bewegt, zur Speaker's Corner. Das ist das Monument der freien Rede in der Welt. Da kann man sich hinstellen und einfach mal frei reden. Und genau das habe ich getan. Die Videoaufnahmen sind auf ACU 2020 einzusehen. Was ist dann passiert, als ich so da stand, genauso wie zu euch jetzt gesprochen habe? Dann ist die Polizei herangestürmt im Sprint und hat mich festgenommen, in Handschellen gelegt und mich in ein Polizeiauto eingesperrt. Für was? Für eine freie Rede, so wie hier? Und selbst, was sie offiziell gesagt haben, und deswegen, liebe Bürger, schaut doch mal, das sind wirklich diese Verhältnisse, die wir jetzt schon haben. Und das ist in London passiert. Denn offiziell haben die auch gesagt, was hätte ich denn gemacht? Ich hätte quasi eine Ordnungswidrigkeit begangen. Denn sie sagten, nach den neuen Corona-Regeln darf man nur zu höchstens 30 Menschen sprechen. Ja. Und selbst wenn das so gewesen wäre, hätte ich nur eine Ordnungswidrigkeit bezahlen müssen zu einer festgesetzten Summe. Das ist so also wie falsch parken oder vielleicht ein bisschen zu schnell fahren. Aber warum wird jemand deswegen verhaftet, der keinen Widerstand leistet? Warum wird das jemand in Handschellen abgeführt? Und warum, was ist denn so gefährlich an diesem Mann, ja, dass man dann mit Blaulicht in Hochgeschwindigkeit ihn im Zickzack eine halbe Stunde durch London fahren muss? Was ist denn so gefährlich daran, dass ihr das nicht hören sollt? Und ich kann euch nur sagen, nehmt es ernst. Warum? Schön, dich zu sehen, Walter. Warum? Ich habe diese Corona-Krise vorhergesagt. Nochmal, das ist kein Scherz. Ich habe etwa 4 Monate diese Corona-Krise, die wir jetzt haben, vorhergesagt. Ein etwa 2-stündiges Interview ist von mir ausgestrahlt worden am 11. September 2019. KenFM im Gespräch. Da hat auch schon Rita Siesmuth, nicht Bundestagspräsidentin, schon gesessen. Warum konnte ich das vorhersagen? Es gibt eine Verbindung von der Corona-Panik 2020 zur Anthrax-Panik 2001. Das sind beides tödliche Erreger potenziell. Und das war beides
muss man sagen, halt geplant mit organisierten Verbrechen. Ich weiß, es hört sich jetzt etwas kompliziert an, aber ich mache es mal einfacher, um euch die Verbindung zu sagen. Denn im Moment darf ich ja gerade sprechen. Und ich sage euch ganz klar, wie die Zusammenhänge sind. Im Juni 2020 hat Gesundheitsminister Jens Spahn 300 Millionen Impfdosen bei dem Konzern AstraZeneca schon gekauft, obwohl die noch nicht mal zugelassen sind. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, AstraZeneca ist nicht der Hersteller dieser 300 Millionen Impfdosen, das ist die amerikanische Firma Emergent BioSolutions, die sich umbenannt hat, früher hießen die Bioport. Und dieses Unternehmen, Emergent BioSolutions, vorher Bioport, war auch in die kriminellen Geschäfte von 2001 mit der Anthrax-Panik verwickelt. Und zwar so, dass der selbst offizielle Einzeltäter mit Anthrax, Dr. Bruce Ivins, bei Emergent BioSolutions von 2000 bis 2002 gearbeitet hat. Das war ein inländischer Anschlag, das war alles gelogen. Und trotzdem sind nach 2001 über 1 Million Menschen zwangsgeimpft worden mit dem Impfstoff von Emergent BioSolutions. Und Jens Spahn lässt gerade von Emergent BioSolutions 300 Millionen Impfdosen für uns gerade machen. Das sollt ihr alles nicht hören. Nochmal, ganz einfach. Spahn kauft 300 Millionen Impfdosen von AstraZeneca. AstraZeneca lässt es bei Emergent BioSolutions produzieren und die haben schon 2018 gesagt, sie werden ihren Umsatz verdoppeln. Ja, wie können die das denn? Schon vorher alles wissen. Naja, genauso wie die auch schon vorher wussten, dass es Antragsanschläge gibt. Und hört euch das an. Deswegen kann ich nur appellieren an alle Staatsanwälte, an alle Kripo-Beamten, ja, die noch irgendwie etwas in der Hose haben und noch irgendwie von ihren Kindern nicht gefragt werden wollen. Papa, Mama, wart ihr zu feige oder zu doof? Ich appelliere an alle Leute, arbeitet es auf. Wir haben es mit organisierten Verbrechen zu tun. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Und wie kann es sein, mit gesundem Menschenverstand, gehen wir mal wieder eine Stufe runter, wie kann es sein, mit gesundem Menschenverstand, dass jetzt Impfstoffe produziert werden, die in einem Jahr fertig sein sollen, obwohl eine Impfstoffentwicklung 5 bis 10 Jahre dauert? Bitte benutzt euren gesunden Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand heißt auf Englisch Common Sense. Ja, das ist es. Und ich wollte auch in England sagen, es gibt das deutsche Wort dort Kindergarten. Das benutzen die. Und ich muss sagen, ich schäme mich dafür, dass Kindergarten international das Wort dafür ist. Denn was machen wir mit unseren Kindern? Wir setzen ihnen in Kindergärten Masken auf, traumatisieren sie. Das kann doch nicht sein, ohne wissenschaftliche Basis. Habt doch mal Mut, dazu zu stehen. Und ich kann euch auch sagen, ja, ich persönlich, ich werde mich nicht davon einschüchtern lassen, auch wenn sie mich jetzt 22 Stunden einfach mal unrechtmäßig in London verhaftet haben. Ich bin hier bei euch und ihr seid auch hier. Vielen, vielen Dank. Und es gibt sogar hier auch Ärzte, die, wenn jemand notfallmäßig heute einen Attest braucht, auch zur Verfügung stehen. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Wir Ärzte sind auch bei euch und werden euch auch schützen, so gut wir es können. Da sagten die ja, offiziell wegen Verstoß gegen Corona, ich habe zu mehr als 30 Menschen gesprochen. Und dieser Sergeant, ja, der hat dann zu Boden geguckt, ganz beschämt, weil er wusste, das ist doch nur eine Ordnungswidrigkeit. Und hätte dieser Mensch, dieser Polizist in der Minute gesagt, Moment mal, ich nehme Ihre Personalien auf und dann können Sie gehen. Dann wäre die Befehlskette unterbrochen gewesen.
aber das hat er nicht getan. Und das ist genau das Gleiche. Seht doch in diesen ganzen kleinen Schritten, was passiert. Dieser kleine Mut, doch einfach mal zur Wahrheit zu stehen, dass ihr einfach sagt, Moment, das ist Unrecht. Wie dieser Mann, der hat auch nur höchstens eine Ordnungswidrigkeit begangen, den können wir doch nicht verhaften, in Isolationshaft 22 Stunden einsperren, ihm nicht den Anwalt gewähren, ihn nicht mit seiner Frau sprechen lassen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Und noch viel schlimmer, es geht überhaupt nicht um meine Person, aber noch viel schlimmer ist das, was täglich doch da passiert. Und die Selbstmordstatistik ist hochgegangen. Und wir sehen doch nicht hier die vielen Toten in Deutschland. Und es ist international das Gleiche. Eine Zahl nun mal zum Beispiel aus Thailand. Thailand muss auch diese Maßnahmen machen, ist gezwungen worden. Und in Thailand, wie sind da die Zahlen? In der ganzen Zeit gibt es nur 70 Tote, die mit oder an Corona gestorben sind. 70. Und es gibt nur 3000 Infizierte. Und trotzdem tun die das. Warum? Weil wir nicht oft genug den Mut haben, einfach mal Nein zu sagen. Nein, wir machen da nicht mit. Zivilcourage. Und habt keine Angst, dass euch irgendwie eure Jobs weggenommen werden oder ähnliches, dass irgendwas passiert. Denn wir sind nämlich die, die souverän sind eigentlich. Und wir müssen es nur selber in die Hand nehmen. Und genau das werden wir jetzt. Und im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen. Und die Lösung für diese ganzen Sachen sind einfach, wir müssen uns freimachen. Wir müssen einfach den Mut dazu haben, zu sagen, wir spielen da nicht mehr mit. Wir haben verstanden, es geht hier um organisiertes Verbrechen im Weltmaßstab. Wir sagen einfach, nein, danke, wir arbeiten nicht mehr fürs organisierte Verbrechen. Erstens. Zweitens, nein, danke, wir kaufen nicht mehr beim organisierten Verbrechen. Und was ist das, wenn man nicht mal bei IKEA oder bei Saturn mit einem Attest nicht mal einkaufen kann. Was ist das? Wie war das denn in den 30er Jahren? Stück für Stück. Menschen A, Menschen B zu separieren. Wie kann das sein, dass Menschen, die wirklich keine Maske tragen dürfen und wo Ärzte das attestiert haben, dass die jetzt sogar in meinem Hotel nicht mal mehr den Fahrstuhl benutzen dürfen? Ja? Wo man nicht mal mit den anderen zusammen noch mal im Restaurant essen darf. Und so geht es Stück für Stück. Deswegen, wir müssen jetzt zusammenstehen. Weil wer noch glaubt, dass er irgendwie sich klein und hässlich machen kann und irgendwie da durchkommt, das ist ein Fehler. Denn die zweite Welle ist angesagt worden. Und was im Zentrum steht, ist, dass die Wirtschaft kaputt gemacht wird, damit ihr hier reif geschossen werdet für den Great Reset, für den Neustart. Das ganze Medizinische ist nur drumherum. Und nochmal, die medizinischen Daten sagen einfach weltweit, es gibt keine medizinische Pandemie. Und das haben wir auch heute wieder mit vielen internationalen guten Ärzten heute auch besprochen und im ACU 2020 gefilmt. Deswegen vielen Dank für alle internationalen Kollegen, die gleich auch noch sprechen werden. Wir stehen zusammen und steht auch ihr zusammen. Denn wir kaufen nicht mehr beim organisierten Verbrechen, wir arbeiten nicht mehr beim organisierten Verbrechen. Und was machen wir dann? Genau. Wir gründen unsere eigenen Unternehmen mit besseren Produkten und besseren Dienstleistungen. So, und wie man das macht? Ein paar wissen es schon. Die Lösung steht auf wirkraft.org und das ist eine wirklich gute Nachricht. Da hat man ein genialer Mensch vor über 100 Jahren gesagt, dass ich den Dieselmotor erfunden habe, ist schön und gut, aber meine Hauptleistung ist, dass ich die soziale Frage gelöst habe. Und das ist der eigentliche Erfinder der Wirkraft. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Deswegen, ich möchte euch Mut machen, denn wir sagen Nein zum New Normal, oder?
Und wir sagen auch Nein zu dem Old Normal. Wir wollen nicht in diese alten Zustände zurück, die uns das hier eingebrockt haben, oder? Wir wollen ein Better Normal. Wir wollen eine echte Demokratie haben. Und das können wir ganz friedlich mit Wirkraft, dass wir uns wirtschaftlich frei machen. Und wir haben auch vielleicht ein echtes Stimmrecht. In einem Jahr sind Bundestagswahlen. Und wir werden auch jetzt vieles machen und tun. Steht zusammen, habt die Angst. Nicht mehr, denn wir sind alle zusammen auch für euch, auch international. Alles, alles Gute, vielen Dank. Berlin, ihr kennt mich, das ist so leise. Bitte einen Riesenapplaus für Heiko Schoning. Das ist Hauptstadt. Ganz herzlichen Dank und eines muss ich doch nochmal sagen. Als ich jetzt eingesperrt war in London, die Sache hätte auch anders ausgehen können, weil viele Rechtsbrüche begangen worden sind. Ja? Ich bin zu Unrecht verhaftet worden, ich habe keinen Arzt gesehen, ja? Das ist mir verweigert worden, meine Frau durfte mich nicht sprechen und so weiter. Die hätten mich auch noch viel länger irgendwo behalten können. So wie Julian Assange, der immer noch da ansitzt. Deswegen, Freiheit auch für Julian Assange. Und deswegen vielen Dank, das wollte ich nur noch einmal sagen. Vielen Dank, die auch hier in Berlin vor der englischen Botschaft demonstriert haben, auch international vor den englischen Botschaften, vor den britischen Botschaften gestanden haben. Und all die auch im Internet das gemacht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir stehen zusammen. Danke. Wie krass. Danke, Heiko Schilling. Danke. Hat sie getan? So. Und habe das Gefühl, dass ich als Botschafter der Liebe und der Power für Lebensfreude hier mit euch heute leben kann. Komm mal, messen wir uns an. Weil ich will mich behalten und allen Menschen, die hier seit Monaten auf der Straße sind, ja, immer viel gesagt und viel getan, aber im Großen und Ganzen kann ich auch hier in Berlin als Fanmax 3000, 17000, 30000 arbeiten.